Ich will jetzt Parallel- und Reihenschaltung anhand des Skifahrermodells erklären. Also ich habe jetzt hier einen Stromkreis. Und da mache ich jetzt hier so eine Parallelschaltung rein. Ich brauche eine Stromquelle, also Batterie, Plus, Minus und hier ist eine Glühbirne drin und hier ist eine Glühbirne drin. Gut, und in meinem Skifahrermodell habe ich jetzt, also die Skifahrer werden da hochgefahren und haben dann die Möglichkeit, also können diese Piste hier wählen oder können die nächste Piste wählen. Und kommen dann wieder alle zusammen. Und jetzt habe ich vorher erklärt, dass man sich die Spannung vorstellen kann wie eine Höhendifferenz. Also wenn ich jetzt hier die Höhendifferenz habe von 50 Metern, dann ist offensichtlich auch bei dieser Piste, bei der ersten Piste eine Höhendifferenz von 50 Metern und hier auch eine Höhendifferenz von 50 Metern. Zurück, hier bin ich. Das heißt also, wenn ich hier 50 zwischen, also wenn die Spannungsquelle hier 50 Volt liefert, dann habe ich jetzt zwischen diesen Punkten, wenn ich hier ein Spannungsmesser anschließe, schöner, also dann habe ich hier 50 Volt und habe hier, wenn ich hier die Spannung messe, auch 50 Volt. Ich gehe 50 Meter hoch, muss 50 Meter wieder runter. Bei jeder Glühbirne geht es 50 Meter runter. Die Stromstärke habe ich so erklärt, dass ich hier so Skifahrer habe. Ja, und die Stromstärke, ich habe ja I gleich Q durch T, also Skifahrer sind die Ladung, Skifahrer pro Zeit. Dann ist es jetzt habe ich hier, jetzt macht es einen Unterschied, wo ich mich hinstelle. Wenn ich mich an diese Stelle stelle mit meiner Uhr und messe die Skifahrer pro Zeit, oder an diese Stelle, ich habe drei Leute, oder an diese Stelle. Also wenn dieser Mensch 100 Skifahrer pro Zeit T misst, dann hat, und der hier 60, dann hat der natürlich nur 40 Skifahrer pro Minute, weil sich die ja logischerweise hier aufteilen. Und das ist beim Strom genauso. Also wenn ich jetzt an der Stelle eine Stromstärke hätte, hier I, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel 2 Ampere habe, dann habe ich hier, dann teilt sich das auf, also bei gleichem Widerstand. Hätte ich das gleichmäßige Aufteilung, I1, jetzt wird es ein bisschen klein. Schauen wir mal, was das ist, was hier, ja. I1, I2, also hier 1 Ampere und hier 1 Ampere und I gleich I1 plus I2. Also bei der Parallelschaltung bleibt die Spannung gleich, die Stromstärke teilt sich auf. Jetzt machen wir das in Reihe. Den ganzen Lift kopieren. Die Piste ist so unterteilt. Ja, so der erste Teil, dann ist hier eine Hütte, da machen die Leute meistens Pause und dann ist hier der zweite Teil der Piste. Und ich stelle mir das so vor in meinem Modell. Ich habe hier zwei Glühbirnen, die sind hintereinander und da ist die Stromquelle. So, Plus, Minus, Glühbirne, Glühbirne. Jetzt, wenn ich hier drei Leute auf die, also drei messende Typis an die Piste stelle und die schauen, wie viele Skifahrer kommen pro Minute vorbei, dann messen die immer das Gleiche. Jeder muss ja diese eine Piste vorbeilaufen, egal wie es ist. Alle sind auf dieser Piste. Das heißt, also ich habe hier immer die Stromstärke I. Die ist konstant. I. Überall I. Also das ist das gleiche I. Was anderes ist bei der Höhe. Wenn ich jetzt, wenn der Lift 50 Meter schafft, 50 Meter Höhe, habe ich hier nur 25, wenn die, und hier auch nur 25. Das heißt, bei der Spannung teilt sich's auf. Sollte hier die Stromquelle 50 Volt haben, dann kann ich hier zwischen diesen beiden Punkten 25 Volt messen, wenn es die gleichen Glühbirnen sind, und zwischen diesen beiden Punkten auch 25 Volt.
Also jetzt hier ist u gleich u1 plus u2 und i bleibt gleich. Ja. Ciao.